Hallöche Bobösche und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite rettet die Welt, heute mit der Mission Augenschmaus. Wir müssen Badewannen umdrehen, um Fallen für Klotzbot zu bauen, Freunde. Das müssen wir tun. Ich wollte schon immer, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, ein Badewannenumdreher werden. Deswegen stelle Klotzbot Fallen in einer plus 64er Geisterstadtzone auf. Wir gehen zur Karte. Gehen dann in die Brutal-Map rein und müssen eine plus 64er Geisterstadt finden. Und das wollen wir jetzt gemeinsam erstmal eine suchen. Wir gucken mal, was ist das? Das ist eine Geisterstadt. Das ist, ne, wo war ich gerade drauf? Industrie? Hier zum Beispiel. Treibstoff für die Heimatbasis. Das ist Datenbeschaffung, ist eine Geisterstadt. Das wäre eine Geisterstadt. Wir machen mal das da. Wir gehen da mal rein und wie gesagt, falls ich Kameraden finde in der bestehenden Lobby, melde ich mich gleich wieder. Ich bin zurück. Ich habe eine Map gefunden, die wir spielen können. In der ersten Map, in der ich drin war, waren leider zu wenige Spieler drin. Das heißt, ich habe eine neue. Und jetzt gucken wir mal. Klotzbot-Falle? Also, wir haben jetzt... Was genau legen wir als Köder in die Glotzbot-Falle? Kein Plan. Irgendwas, das schön aussieht? Auch klar. Wie die Sonne, die nach einem Gewitter durch die Wolken bricht. Oder wie ein Berg in der Morgendämmerung. Tolle Ideen, aber eine Badewanne ist nun mal badewannengroß. Wir nehmen Seetafeln vom Optiker. Ich will sehen. Klar. So, Nummer 2. Wie ist es mit dem Kerl hier? Sympathischer Typ. Hat eine gute Einstellung. Also, er war's nicht. Okay, 2 haben wir gefunden. Er ist mit Köder bestimmt. Warum ist Klotzbot überhaupt so wichtig? Könnte sein, dass irgendwo in seinen Schreckreisen die Winder mit Kali stecken. Warum hast du ihn dann in die Wüste geschickt? Ich habe einen Fehler gemacht, okay? So, darf ich jetzt die nächste? Die ist die nächste Falle. Nur noch mal zum Verständnis. Miss Perfect Ray, die mich immer auf den Kieker hat, weil ich Dinge vermassle, hat was vermasselt? Hey, noch nie hat jemand behauptet, dass ich perfekt bin. Und ich habe dich nicht auf dem Kieker, okay? Dennis, ich mache andauernd Fehler. Ich wusste es. Das ist eine Maßnahme zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Nein, Anthony, ist es nicht. Ich glaube dir. Kannst du mein Gesicht sehen? Ja, ich habe dein sarkastisches Zwinkern bemerkt. Okay, ich wollte nur sicher gehen. Ich habe keine Ahnung, wie sowas läuft. Darf ich jetzt auch wieder reden? Okay, hier ist die nächste. Was ist das für ein Selbstbewusstsein-Ding, von dem du immer redest? Das wird dauernd bei mir versucht. Raven mitleidet uns. Sie hat uns seine eigene Mission gegeben. Okay, wir haben den letzten gefunden. Das ist hier und da haben wir, es ist unglaublich, wir haben in einer Mission 5 Klotzbot-Fallen. Geil! Funktioniert das Leben nicht? Du kannst nicht einfach so verlangen, dass wir eine Bindung aufbauen.
Okay, Freunde, wir haben alle 5 Glotspots Fallen aufgestellt. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen verteidigen. Und dann melde ich mich zur Missionsbelohnung wieder, weil ich glaube einfach hier diese Saugheber verteidigen und so, das kennt er ja, das ist nichts Neues. Ihr wollt ja wissen, wie die Glotspot-Fallen aussehen, deswegen, und wo man die findet vor allen Dingen. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich zur Missionsbelohnung wieder. Ich bin zurück, die Mission ist geschafft, Freunde. Ja. Es war eigentlich gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Wir hatten sehr gute Mitspieler gehabt. Ich denke, wir bekommen auch ordentlich Belohnung dafür. Also wir haben geschafft, einmal die Fallen aufzustellen, diese Badewannenfallen, bin ich sehr gespannt. Und wir haben auch diese kleine Nebenmission, wo man diese Statuen, diese, wie heißen die nochmal? Ja, so Steinstatuen halt einfach finden muss. Haben wir alle geschafft, da bin ich mal gespannt. Es wird ordentlich Belohnung geben, das überspringen wir einfach mal. Und gehen zurück zur Heimatbasis. Ja, aber vor allen Dingen bin ich jetzt gespannt, halt, wie gesagt, was wir bekommen für Belohnungen und was die nächste Mission ist. Wir schauen einfach mal. Beut Level 3, toll. Jede Menge XP, wie immer. Sehr schön. Ja, klick weiter, weiter, weiter. Nächste. Waren und Dienstleistungen. Jawohl. Vorteil fix, immer toll. Oh, cool. Ja, die würde ich auch gerne sehen. Schalte ihn erstmal aus. Glotzbot hat kein Aus. Glotzbot hat sich damit arrangiert, kein Aus zu haben. Au, au, au. Ist der immer so? Glotzbot hat kein Ende in Sicht. Okay, ich verzeihe dir, dass du die letzte Überlebenschance der Menschheit in die Wüste geschickt hast. Ich sehe, er sieht. Kommt noch was? Ah. Ich brauche deine Hilfe. Das Rissstabilisierungsgerät überhitzt in den Tests. Wir müssen wohl die Golddrähte ersetzen. Kannst du mir etwas weniger Leitfähiges beschaffen? Das klingt nach dem richtigen Job für Sid. Mhm. Und Ray. Und Luck. Komm schon, geh mir hier mal zur Hand. Ich bin schon im Auto. Luck, ich hab dir gesagt, dass wir keine Autos haben. Oh nein. Keine Sorge, ich werde dich finden. Ich denke, das war's. Wir haben geschafft, Augenschmaus, jetzt ein Narr und sein Gold. Wir müssen automatische Goldsiebe in Flüssen der Schlucht, um Narrengold für Desiree zu sammeln. Die müssen wir platzieren, also platziere automatische Goldsiebe in einer plus 64er Geisterstadtzone. Das machen wir in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, wie immer. Und ja, lasst doch einfach ein Like und ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Und bis zum nächsten Mal, euer Pulsar. Ciao, ciao.